So, willkommen bei der zweiten Aufnahme. Wo läuft denn hin? Was? Au! Mann, der hat mir jetzt schon Damage gegeben. Das ist ein Arsch. Zum Glück habe ich mein Leben etwas höher gemacht. Da sind Zombies, Zombies, Zombies. Noch mehr Zombies. Viel zu viele Zombies. Alles klar. Wusstest du, dass das heller wird, wenn du ranzoomst? Geil. So, ich komme jetzt ins Server rein. Das ist gut. Ich schleiche mich hier gerade an den ganzen Zombies vorbei, weil ich keinen Bock habe, dass die mich hier gleich alleine greifen. Das habe ich nicht nötig. Pussy. Wenn ich noch einmal sterbe, höre ich auf. Hast du gehört? Ja. Weil erstens, bedeutet aber nicht, dass du jetzt gleich sterben musst. Ja, ich weiß, habe ich auch keinen Bock. Ich sehe gar nichts mehr. Da ist Zombie, da ist Zombie. Geradeaus durch. Bleib mal erstmal auf der Position, wo du bist, weil ich habe jetzt einen neuen Charakter. Ich kann mich hier auch gerade nicht so schnell fortbewegen, es sei denn, ich will Action. Aber die habe ich gerade nicht nötig. Na, zieh, Alter. Du darfst dich einloggen. Ach, was hat sie denn fertig? Ein paar XP kann man ja immer gebrauchen. So, ich laufe jetzt einfach direkt in die Küche. Oh, ein Glück, mein Hut hat mich natürlich hier. Ohne den Hut, glaube ich, wäre ich schon lange tot. Natürlich. So, ich dürfte auch gleich drin sein. Ernsthaft, in der Küche ist ein Baseballschläger. Nice. Das wird auch irgendwie wieder Tag. Es ist, geil, ist jetzt wieder heller. Ja, außer, nein. Wenn doch. Wenn ich rausguck. Geil, eine Waffe. In der Küche. Wo bist denn du jetzt? Und ein Schlagring. Wo bist du jetzt? Ich bin in der Küche bei dieser, neben Clearview ist das. Warte. Oh Gott, da kommt ein paar. Die Waffe habe ich auch nicht aufgehoben. Ich bin gar nicht so weit weg. Fuck, jetzt komm her. Ich bin bei Norad Military Base. Na nee. So, ich muss jetzt ein paar Sachen. Ich fress einfach, damit das nicht verschwendet ist. Was ist besser, glaubst du, ein Schlagring oder ein Baseballschläger? Baseballschläger. Ja, ne? Habe ich auch so gedacht. Was ist jetzt passiert? Gut, für die habe ich noch 10 Schuss. Das ist doch schon mal ein Anfang. Oh, was soll denn der Dreck jetzt hier? Ich habe von Windows so eine Drecksfehlermeldung gekriegt, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Der zeigt zwar noch das offene War Z an, ich kann aber nicht drauf gehen. Doch, kannst du. Dauert noch ein paar Sekunden. Wie? Ah. Oh, Alter, Luzi, das regt mich so auf hier. Da ist ein Shop, da gucke ich auch gleich nochmal rein. Oh, nun los, verdammte Scheiße. Na, macht Spaß. Halt die Fresse. Nice, Alter. Oh, too much weight. Fick.
dich. Oh mein Gott, der will die Scheiße einfach nicht mehr öffnen. Ich werf deinen scheiß Hut weg. Nein! Da muss ich. Oh Alter, der will den Dreck jetzt nicht mehr öffnen. Ich hab eine richtige Waffe gefunden. Ja, das bringt mir einen Scheiß. Junge, öffne doch die Pisse mal. Dann schließ den Scheiß doch einfach nochmal. Und dann öffne ihn. Ich hab keinen Bock, den Dreck schon wieder zu schließen, bloß weil es nicht funktioniert. Da hat er auch nur ein paar Sekunden mehr. Das ist, wenn du jetzt dann eine halbe Stunde rumsitzt und dich extra aufregst. Ey, das Spiel kotzt mich so an, Alter. Ich muss echt jedes Mal diesen Drecks-Task-Manager noch öffnen, nur damit die das Drecks-Spiel mal überhaupt irgendwas macht. Boah, geil, ich hab eine Maske gefunden. Eine Black Mask. Vielleicht kannst du deinen Hut trotzdem kriegen. Was schreibst du denn, oder? Das ist nervig, wenn du noch nebenbei vollgeschrieben wirst. Facebook. Von wem das denn? Leuten. Ich hab eine Barrikade gefunden. Ja. Ja, ernsthaft. Ja, ich weiß, ich hab gestern massenhaft davon gefunden. Ich hab eine Idee. Oh meine Fresse, ich hör gleich auf, ich hab so keinen Bock mehr. Kann man den Scheiß irgendwie wieder wegmachen? Was? Die Barrikade? Wie wegmachen? Na, ich hab die jetzt gerade aufgestellt. Kann ich die auch wieder wegmachen? Ich glaube nicht. Echt nicht? Ja. Da bin ich gerade ziemlich am Arsch. Du hast dich in einem Haus eingesperrt, ne? Fast. In einem Zimmer. In einem Haus. Doch, das kannst du bestimmt irgendwie wieder wegmachen. Das wäre scheiße. Bin so blöd. Ja. Du machst auch einfach die Playstation jetzt an, ne? Ja, Mann, weil ich bin jetzt schon wieder bei der Serversuche. Ich glaube, wir müssen so oder so die Aufnahme kurz beenden. Wieso? Ja, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Ich bleib nicht in der Aufnahme in einem Zimmer hängen. Ist noch Nacht? Ja. Hey. Oh, da ist jetzt auch noch ein Zombie vor mir. Oh, ich schlage zusammen. Das kriege ich trotzdem. Ich habe Ursi geschlossen, ich habe keinen Bock mehr. Es ist mir irgendwie zu doof, nachts da zu verrecken. Der hält auch unendlich aus. Ich hau ihn die ganze Zeit mit einem Baseballschläger. Also sie. Du kommst echt nicht mehr aus, ne? Nein, ernsthaft nicht. Probieren mal, ist die Scheiße noch im Inventar vorhanden? Nee, nicht. Tja. Danke für deine Hilfe. Sag mal, was ist das für eine Scheiße? Das ist der unbesiegbare Zombie. Ich hab eine Idee. Ey. So, ey. Ich hab ihm einfach einmal in die Fresse geschossen. Nice. So, du kannst mir jetzt hier zugucken, wie ich Black Ops spiele. Ich hab hier ein paar Glitches. So ein bisschen glitchy. Ich bin so... So scheiße hier gerade. Ich bin über dem Dach. Ich kann die anderen Räume sehen. Wow.
Ja, ich bin einfach in dem Dach. Super. Ja, ne? Mega geil. Die Emblems von den Leuten werden immer einfallsreicher. Was hat er? Sag mal, Dick. Ich kann mich auch nicht mehr ducken. Na, ich kann mich hinlegen. Ich kann ja auch nicht mal aufstehen. Alter, ich spiele Black Ops jetzt. Ja, ich weiß, aber ich will hier gerne wieder mal rauskommen. Wieso denn? Weiß nicht, weil das ziemlich scheiße ist. Kann ich gar nicht verstehen. Was? Kann ich gar nicht verstehen. Also, ne, ich find's witzig. Das glaube ich dir gerne. Ich habe jetzt so eine coole schwarze Maske. Ach, ich bin schon die ganze Zeit geduckt. Den, 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 Ich den, habe ein den, Triple den. mit der DSR gemacht. Die ersten drei Kills überhaupt in dem Spiel. Alles klar. Ich würde dann erstmal sagen, das war's mit dieser kurzen, aber trotzdem irgendwo witzigen Aufnahme, also finde ich zumindest. Weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Und was kann ich denn dagegen jetzt machen? Ich mach einfach eine Pause und warte, bis diese scheiß Barrikade hier mal weg ist. Mit Glück ist sie auch weg. Wenn nicht, sind wir hier in diesem Raum eingesperrt, bis wir verhungern. Oder verdursten, aber ich habe noch ein bisschen Wasser. Und ich habe Schokolade. Ich hab Schokolade. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao, André vielleicht auch. Ciao. Er hat's gesagt. Ja, bis zum nächsten Mal.